So, jetzt kommen wir zu einem Duell, da kannst du schon mal deinen Kopf anstrengen. Barcelona gegen Salzburg. Okay. Gut. Machen wir den Salzburg. Das ist unlogisch, dass du jetzt die Rangers nimmst, wenn du vorhin nicht Celtic genommen hast. Ja, aber die sind nicht punktegleich. Die waren punktegleich. Chelsea und Celtic waren punktegleich. Ach so, okay, verstehe. Beide 0 Punkte. Okay. Jetzt kann ich River Plate nehmen. Die haben 10. Salzburg hat 7. Oder die Rangers mit 2. Ah, okay. Aber zuerst waren es beide 0 Punkte, deswegen war es so. Ah, verstehe. Und jetzt wusste ich nicht, wer den Vorzug kriegt, der gespielt hat oder der länger dabei ist, zum Beispiel. Da wären natürlich vielleicht ein paar Transfers schon offenbart, falls du die getätigt hast schon. Einen hast. Stimmt aber, ja. Aber die sind eh schon offenbart worden, also. Na, aber noch nicht offiziell. Quasi. Wir wissen es. Na, oh ja. Oder? Nein, so von letzten Turnier schon. Also. Gut. Salzburg. Egal wie weit sie kommen, sie haben es top gemacht diesmal. Jetzt gibt es eine Transfersperre. Jetzt gibt es ja noch gar keine Transfers. Oder? Salzburg auswärts. Stark. Ja, die Rangers werden wir im Turnier sehen in FIFA 20. Hoffentlich länger. Das denke ich mal bei Celtic auch. Hat Wie sich ja wir schon verstärkt. auch sehen werden. Aber das hat ja in FIFA 20 dann wieder nicht so viel Aussagekraft. Genau, andere Spielphysik vielleicht. Ja, Torres. Ihn hoffentlich gibt es auch, von Real Madrid gekommen. Ja, genau, Der Alter. hat schon reichlich Champions League Erfahrung mit 7 Treffern. Alter. Na klar, da trifft er jetzt, Alter. Salzburg führt. Barcelona Nicht. führt. Bin ich ganz verwirrt, wenn ich spiele, wenn ich. Dass der nicht draußen war. Da habe ich mir auch gedacht. Oh. Stark, Magoya.
Oh. Nein. Kein Absatz. Wow. Oh Mann. Alter. Boah, schon. Ja, der hat Erfahrung. Mehr Tore als die ganze Rangers-Mannschaft gesamt geschossen in der Champions League. Naja, auf ihn ist man auch gespannt, Fernandes. Mal schauen, wie stark er ist. Im nächsten FIFA. Da hat man ja ein echtes Schnäppchen erzielt bei ihm. Hat er gekostet, ne? 20 und jetzt ist er 55. Wow. Ist auch jetzt ein 87er. Der Basis. Blasis. Ja, ein Chancenmangel des Salzburg, nicht, dass sie schon hätten in Führung gehen können. Das muss man auch sagen. Schön noch mal abgekriegt. Das war ein Goldköpfchen. Steckt den Kopf noch irgendwie dazwischen. Nein, ein Tor. Gescheißen, Alter. Junuzovic köpfelt den Star. War er doch nicht dran. Habe ich gedacht, den hat er abgefälscht. Eigentlich hätte ich nicht gerechnet. Wahnsinn. 40 Minuten gespielt. Barcelona. Spielt seine Stärken aus gegen Salzburg. Jetzt wird schon ziemlich bitter, weil eigentlich so schlecht spielt man ja nicht. Ja, zwei Topchancen schon ausgelassen. Alter. Und der ist auch so schnell, der. Auch ein Flick zu den Rangers gegangen. Schüsse fast dieselbe Anzahl. Ja, das 3-0 spiegelt eigentlich nicht die Leistung wider, kann man sagen. Ja, aber einfach blöd. Dann das Eigentor. Und dann ein schneller Konter.
So, Doppelwechsel. Ja, es gibt auch wie gesagt noch ein Rückspiel. Dann in Salzburg. Alter. Boah. Das ist ja gar keiner. Alter. Starker Schuss. Ja, Tor, es geht, stark gespielt. Auch ein Bekannter kommt. Das muss ich. Alter! Boah! Alter! Gescheiß doch die Wand an, Alter! Ja, zu theatralisch gefallen, finde ich auch. Ja, Alter. Wissen. Rennt eins, Aufsatz zwar. Goal for the Holmes. Number 13, Callum Wilson. Oh. Vorhin konnte ich nicht, das rutschen durfte ich jetzt nicht. Ach, wieso nicht? Das wäre schon gegangen. Ah, schöner Pass. Heiße Partie auf jeden Fall noch. Oh. Alter, nicht damit irgendwas. Oh.
Oh, warum können die Bälle nicht annehmen? Stark Tange. Frisst Glas, Alter. Ein Tor wäre noch wichtig. Oh mein Gott. Oh schön. Oh mein Und Gott. gegen Konter. Ja, gekommen, Alter. 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 Alter! Das gibt's ja nicht! Wahnsinn! Wie der reingeholt ist. Den hat er verfehlt, oh mein Gott. Oh. Weiter. Okay. Slow motion. Bist du Alter, pfeife ab. Pfeife ab, Schiri. Du. Ein überhaupt nicht vorhersehbarer Spielzug tut sich hier auf. Bist du deppert, oder? Ja, Barcelona setzt sich mal im Hinspiel klar durch.